Das, was ich probiere zu machen für die Regeneration, ist immer wirklich, wenn ich strenges Training hatte oder nach einem Wettkampf, Protein zu mir zu nehmen. Einfach schauen, dass mein Körper das hat, was er braucht. Und dann, je nachdem, wie Hunger ich noch habe, nach einem Shake, noch ein bisschen zu essen und dann wirklich einfach erholen, schlafen, umliegen, vor allem einfach so ein bisschen das Umliegen und nicht irgendwie Sachen zu tun zu haben. Also für mich ist es auch schon anstrengend, wenn ich halt im Pult hocken und ein Mail schreiben oder das muss machen. Wenn ich wirklich einfach liegen und in die Fernsehen schauen oder mit jemandem reden, ist das für mich so ein bisschen das Wichtigste. Das probiere ich wirklich auch immer im Wettkampf zu machen. Also 2008 bin ich das erste Mal auf mich zugekommen, als ich etwas probiert habe. Aber ich hatte dann noch nicht so das Gefühl, dass ich jetzt Protein brauche. Ich habe noch nicht so viel trainiert. Dann erst ein paar Jahre später, als ich dann noch in der Schweiz war und beim Shaki trainiert und mal zu der Ernährungsberaterin gegangen, hat sie gemeint, es wäre gut, wenn ich zwischen drei Proteinen nehmen würde. Und das ist dann, als ich ein bisschen angefangen habe. Ich muss vielleicht einmal, maximal zehnmal in der Woche, wo ich nach einem etwas strengeren Training das Power-Protein brauchte. Und dann ist es, habe ich wirklich viel mehr damit gearbeitet, als ich nachher, als ich nach Deutschland gegangen bin, im 13. Und nachher dort wirklich einiges strengere Trainings hatte. Und dort habe ich, glaube ich, angefangen, vielleicht so 4-5 Mal in der Woche Protein zu nehmen. Und habe das jetzt eigentlich bis jetzt immer das Power-Protein. Mein Liebling ist jetzt im Moment das Gola. Früher war es mir zu wenig. Aber eigentlich seither nehme ich immer das Protein. Ja, mein Lieblingsprodukt ist schon das Power-Protein plus Cola. Das ist, weil es ja, so ein bisschen leichter ist. Es ist so ein bisschen wie ein Süßgetränk. Seit letztes Jahr, seit dem 17. Jahr, brauche ich einen Booster. Vorher habe ich es nicht so gebraucht, weil ich sowieso eigentlich immer nervös war. Das letzte Jahr habe ich es zuerst mal ausprobiert und also ich habe es cool gefunden. Was ich aber ein bisschen gemerkt habe, ist, dass ich es nicht zu viel nehmen kann, weil ich das Gefühl habe, dass es gegen Ende Saison sonst ein bisschen die Wirkung verliert. Darum setze ich erst ein bisschen später in Saison auf Booster. Das habe ich übrigens auch in der Halbsaison so gemacht. Dann habe ich das erste Mal Booster genommen. Ich glaube, das, was jetzt am meisten so ist, ist vor allem der so ein grosser Rassfinale. Ich habe schon, als ich jünger war, habe ich gedacht, oh, es wäre cool, mal in einem WM-Finale zu sein. Aber ich wusste, ich bin so weit weg. Und es war mehr so ein Traum, aber es war nicht realistisch zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt bin ich wirklich in einem Bereich, wo es wirklich realistisch ist und wo ich es unbedingt noch schaffen. Auf jeden Fall auch meine Schweizer gehört. Ich will es so schwierig machen wie möglich für alle, die nachher kommen. Der Nachwuchs ist stark, das ist auch cool, aber ich will es ihnen nicht so einfach machen. Und, und dann einfach zu schauen, was noch drin liegt. Ich habe nicht gedacht, dass ich überhaupt jemals in diesem Bereich bin, eine Medaille zu machen, schon auf europäischem Niveau. Jetzt habe ich eine auf Weltniveau geschafft, wo ich vor allem mal schauen, was noch möglich ist. Ich möchte gerne am Ende meiner Karriere an dem Punkt sein, wo ich sage, mal, ich habe alles probiert, was ich können. Wahrscheinlich werde ich das Gefühl haben, ich kann das ein bisschen schneller. Ist schon gut so, aber ich möchte das Gefühl haben, ich habe alles probiert. Und ich hätte es nicht für Angst. Wenn ich es nochmals machen würde, würde ich es nicht für Angst machen. Ja, Berlin ist schon, in meiner Situation ist schon eigentlich klar eine Medaille. Also es ist, ich glaube, es ist ein bisschen zu tief gelaufen, wenn ich würde sagen, nur das Finale. Und klar, zuerst musst du ins Finale kommen und nachher wollen alle eine Medaille. Aber ich denke, ich kann schon jetzt mit den letzten Jahren sagen, dass es wirklich so realistisch ist, dass ich eine Medaille kann machen kann, auf 100 und auf 200 Meter. Und mit der Staffel natürlich. Dort ist letztes Jahr auch cool, dass sie jetzt alle auf einem höheren Niveau. Wir haben wirklich Chancen, nicht indem wir hoffen, dass irgendjemand einen Fehler macht oder nicht gut durchkommt, sondern einfach, wenn wir unsere beste Leistung abprüfen, haben wir wirklich eine gute Chance, eine Medaille zu machen. Und für mich ist es auch so ein bisschen ein Fakt halt jetzt auch dieses Jahr, aber mit den vielen Diamond League Meetings, einfach um mal etwas Neues zu machen, etwas anderes, etwas früher anzufahren, mehr internationale Läufe zu machen und einfach sehen, wie es ist, wenn ich meine Saisonplanung ein bisschen anders mache, etwas mehr Wettkämpfe mache, einfach so ein bisschen zu sehen, was drin liegt. Und auch im Gegenvergleich, das war halt wirklich ein Fakt. Klar, du läufst um eine Zeit, aber dann eigentlich auch, um andere zu schlagen, um das Rennen zu gewinnen, um so weit wie möglich vorzukommen. Und das fängt halt auch. Das ist auch so ein bisschen, die Meetings, die ich mache, die internationalen, wirklich auch gut zu machen. Und so ein bisschen als Vorbereitung für Berlin. Es kommt ganz darauf an, denke ich, also der Zenit ist bei allen unterschiedlich, je nachdem, wie viel du hast trainiert, als du jünger bist oder was du hast gemacht. Ich habe schon mit dem Shaki zu viel gehabt. Ich bin schon sehr gut, aber ein bisschen mehr liegt schon noch drin. Und dann war es so viel. Ich habe schon, als ich vom Valerie weggegangen bin, das Gefühl hatte, ein bisschen mehr liegt schon noch drin. Aber dass es jetzt gibt, also zum Beispiel in Hauen so viel ist, hätte ich auch nicht gedacht.
Ich weiß es nicht. Ich wollte mir wie auch nicht irgendwie so eine Zahl in meinen Kopf setzen. Mehr so ein kleines unter irgendetwas. Jetzt im Moment ist es sicher unter 11. Ich habe das Gefühl, es sollte vielleicht sogar möglich sein, unter 10, 95. Ich wollte mir nicht zu fest in die Zeit in den Kopf setzen, sondern einfach probieren und machen und Freude haben. Und wenn, es ist echt wichtig, ein gutes Rennen zu machen und dann kommt dann auch die Zeit. Und nicht probieren, eine Zeit zu laufen, sondern einfach ein gutes Rennen zu machen und dann kommt dann auch die Zeit.